Hallo, ich habe gerade eine Idee gehabt, und zwar die Öle-Meditation. Das ist garantiert nichts Neues. Also sich ein Öl herzunehmen, wie zum Beispiel Sacred Mountain, eine Mischung von Bäumen, also Fichte und Kiefer und Tanne etc. Und dieses Öl zu inhalieren. Was ich aber jetzt neu machen möchte, ist, ich möchte mich selbst herausfordern, herauszufinden, ob ich es schaffe, eine Minute lang den Fokus so zu halten, dass ich mich nur auf das Öl konzentriere. Oder eine Minute mag wenig klingen, aber ich bin sehr gespannt, ob es funktioniert. Ich bin nicht vorbereitet auf dieses Video und generell auf diese Challenge auch nicht. Aber ich habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal, und wenn du willst, mach mit. Ich habe mir drei Öle vorbereitet. Einerseits Rose, andererseits RC. Also eine Mischung vor allem Eukalyptus, verschiedene Eukalyptussorten, also Eukalyptus radiata, Globulus Blue etc. Und dann die Mischung der Bäume. Und ich habe keine Stoppuhr dabei, das heißt, ich werde es so ungefähr schätzen. Aber die Challenge ist wirklich, diese drei Öle durchzuprobieren und wirklich in die Trance zu gehen. Ich habe vorher ein bisschen Atemübung gemacht. Also das ein paar Minuten lang, ein paar Minuten wirklich tief inhalieren, tief einatmen. Wenn du willst, Feueratmung kannst du machen, wie auch immer. Also mich ein bisschen fokussiert oder zentriert. Und jetzt würde ich ganz gern das ausprobieren. Und die Challenge dabei ist, nicht zu denken. Das heißt, ich nehme das Öl in die Hand, rieche es. Und die Herausforderung ist wirklich, nicht zu denken. Das ist die einzige Herausforderung, nur in den Duft reinzugehen. Also nur in das Rosenöl zum Beispiel reingehen, nur in das Eukalyptus reinzugehen, nur in die Fichte reinzugehen. Und das einfach mit allen Sinnen aufzusaugen. Und nochmal, die Challenge ist, nicht zu denken. Nicht zu denken, wann ist es aus, fühlt sich's gut an oder nicht, sondern einfach nur in dieser Pflanzenessenz verweilen für eine Minute. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich beginne mal. Zum Beispiel beginnen wir mal mit Sacred Mountain. Und ich werde schätzen, die Zeit, also wird nicht so genau sein. Ein paar Tropfen in die Hand. Dann ein bisschen verreiben und inhalieren. Okay, Fazit. Sehr angenehmer Geruch, aber ich war abgelenkt, um es zuzugeben. Es gibt ja nichts zu gewinnen oder zu verlieren, aber man muss halt ehrlich mit sich selber sein. Absolut genial, in dem Geruch drinnen zu sein. Absolut faszinierend, das auch immer wieder zu riechen. Aber ich habe gemerkt, es sind immer wieder so Dinge, die mich ablenken. Zum Beispiel da draußen irgendwie die Tochter halt und. Ja, und das überhaupt im Video dann ja, also wie, was mag man sich denken, ganz so schräg. Egal. Gut, also RC.
also Eukalyptus. Ich werde mich noch mal mehr stärker auf das, ich möchte wirklich, ich gehe jetzt wirklich absolut diese Minute ins Eukalyptus rein und alles andere ist mir absolut egal. Also Eukalyptus, Eukalyptus, Eukalyptus. Viel besser. Also nicht, dass das Öl besser war, aber absolut genial, einfach da drinnen zu bleiben und das so intensiv zu riechen. Unglaublich. 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 Und der Sinn und Zweck ist ja, eine ganz kurze Meditation zu haben, die dich während des Tages einfach aus dieser stressigen Umgebung manchmal rausholt, ja, von dem, was halt gerade ist, ne? Es ist ja immer, heutzutage ist ja immer irgendwas, ne? Und wenn man nicht gerade in Meditation ist, dann sich, also egal, eine Minute vorm Essen, ja, oder eine Minute nach dem Essen, sich einfach kurzzeitig rauszuholen. Das ist der Sinn von dieser Meditation. Und nicht mehr, nicht weniger, einfach voll in die Pflanzen reingehen. Hat schon sehr gut funktioniert. Also richtig, richtig, richtig gut. Vielleicht auch, weil RC etwas intensiver ist als Sacred Mountain. Weil ich wirklich manchmal das Gefühl gehabt habe, puh, ist es immer zu heftig. Ja, sehr gut. Ah, okay. So. Dritte, die Rose. Natürlich, meine Hand ist jetzt ein bisschen. Ich müsste jetzt eigentlich meine Hand neutralisieren. Vielleicht mit einem fetten Öl. V6-Pflanzenkomplex. Vielleicht ein bisschen neutralisieren. Nach dem RC ist es schon sehr RC-lastig. Okay. Der Rest kommt auf die Oberschenkel. So, und jetzt die Rose. Ah, die Rose. Und nicht zu knapp. Let's go. 1 minute. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich war jetzt kurzzeitig an einem so Torbogen, wo wir mal eine Damaszenerrose gepflanzt haben und habe die dort, also
also die Blüten in die Hand genommen und verrieben. Sehr gut, sehr, sehr gut. Also ich glaube wirklich, das ist eine gute Methode, sich kurzzeitig rauszunehmen, wenn man keine Zeit hat für lange Meditation oder wenn es einfach nicht gerade passt oder wenn die Situation es einfach verlangt, sich kurz rauszunehmen, egal ob es stressig ist, egal ob es langweilig ist, egal ob es energiegeladen ist, egal ob es temperamentvoll ist, egal ob gerade auch ein Streit vielleicht da ist oder was auch immer da ist. Wenn du dich kurz rausnehmen willst, ist das eine super Methode, absolut super Methode. Und ich habe jetzt wirklich nichts, also beim dritten Mal, beim zweiten Mal schon sehr, sehr gut und beim dritten Mal auch, nichts gedacht. Und das ist wirklich die Challenge, das ist die einzige Challenge, nichts zu denken, nur in diesen Geruch reinzugehen. Also ich kann es empfehlen. Alles Liebe. Tschüss.